Der Pflug, seit Jahrtausenden Symbol für den Ackerbau und eines der ältesten Feldbearbeitungsgeräte. Der vorsintflutlich anmutende Hundspflug war bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Gebrauch. Mit eisernem Schar, ansonsten aus Holz, gefertigt aus wenigen Einzelteilen. Das Ausgangsmaterial Holz ist schon lange dem Stahl gewichen. Die einzelnen Bestandteile des Pfluges jedoch sind geblieben. Ebenso die drei Funktionen, nämlich den Boden zu lockern, zu wenden und zu mischen. Die heutigen Pflüge sind hochtechnisierte Maschinen, kein Vergleich zu den Anfängen. Einer der traditionsreichsten Hersteller von Bodenbearbeitungsgeräten in Deutschland ist die Firma Lemken. 1844 in Birten bei Xanten gegründet und seit 1936 in Alpen am Niederrhein ansässig. Vor und in den weitläufigen Fabrikationshallen lagert das Rohmaterial. Im Lager selbst warten die einzelnen Chargen auf die ersten Bearbeitungsschritte. Bei der Spektralanalyse wird mit Hilfe eines mobilen Gerätes an Ort und Stelle die chemische Zusammensetzung des Rohmaterials überprüft. Wenn die ermittelten Daten mit denen des jeweiligen Herstellers übereinstimmen, kann der Prüfer die Charge freigeben. Aus den 5 Produktlinien der Firma Lemken haben wir den Pflug herausgepickt und aus den vielen 100 Einzelteilen des Pfluges das Streichblech. Hier schneidet die computergesteuerte Brennschneidanlage in einem Arbeitsgang 6 Rohlinge auf einmal aus. Der Bediener beobachtet das Geschehen an der Anlage und kontrolliert es auf dem Bildschirm. Bei Bedarf greift er optimierend ein. Er kann einzelne Flammen justieren oder einen eventuell ausgefallenen Brenner wieder aktivieren. Zweiter Arbeitsgang in der Vorfertigung, das sogenannte Versenken. Einfacher ausgedrückt, der Computer steuert das Bohren der Löcher. In jede Versenkung stanzt die Maschine ein Vierkantloch. Kernstück der Vorfertigung ist der Hochtemperaturofen.
HTO. Und was passiert hier? Kurz gesagt, der Rohling wird erhitzt, umgeformt und gehärtet. Aber der Reihe nach und fachsprachlich korrekt. Der im Aufgabebereich befindliche Robby nimmt Streichblech für Streichblech auf und legt es unter definierten Bedingungen auf den Einlaufrollengang des HTO. Definierte Bedingungen bedeutet, dass der Robby genau weiß, wo die Bleche liegen und wie er sie abzulegen hat. Seit Frühjahr 1998 ist die hochmoderne Anlage in Betrieb. Wegen des Zusammenwirkens von Robotern und Ofen gilt sie als einmalig. Die Streichbleche werden auf rund 900 Grad erhitzt. Im Ofen herrscht eine Schutzgasatmosphäre, die eine Verzunderung verhindert. Erhitzen, umformen und härten. Die Fachleute sprechen dabei von der Vergütung des Materials. Nach etwa 18 Minuten verlässt der rotglühende Rohling auf dem Rollenband den HTO. Der Robby nimmt ihn auf und legt ihn in die Quette. Der Rohling erhält in diesem Spezialwerkzeug durch Pressdruck seine Form und wird gleichzeitig abgekühlt. Streichbleche sind Verschleißteile. Sie werden in großen Stückzahlen und auf Vorrat produziert. Der HTO kann pro Schicht bis zu 410 Bleche fertigen. Neben den tariflosen Angestellten Robby 1 bis 3 beschäftigt Lemken über 600 Mitarbeiter. Dazu Werksleiter Wolfgang Kreinbaum. Wir haben zurzeit 640 Mitarbeiter beschäftigt. Und mit den 640 Mitarbeitern machen wir im Jahressumme ungefähr 150 Millionen D-Mark Umsatz in diesem Jahr. Auffallende Märkte sind im Export Frankreich, was so das klassische Westeuropa angeht. England liegt sehr am Boden, nicht zuletzt wegen BSE. Auffällig im Osten ist die Ukraine. Man könnte auch erwähnen Usbekistan, die sicherlich in 1999 noch eine maßgebliche Rolle spielen werden. Insgesamt haben wir ungefähr 60% Inlandsumsatz und 40% Exportumsatz. In den abgekühlten Streichblechen herrschen noch Spannungen. Die Bleche kommen deshalb für 60 Minuten in den Niedertemperaturofen, NTO. Anlassen nennt man dieses Erwärmen auf 200 bis 400 Grad. Die Streichbleche erhalten dadurch die notwendige Härte und Zähigkeit. Der Prozess der Vergütung ist damit abgeschlossen.
Die Mitarbeiter in der alten Schmiede härten Konstruktionsteile. Die Tätigkeit am Drehhärteofen ist anstrengend, schweißtreibend und nicht mit der am automatisierten HTO zu vergleichen. Dem Schmied bleiben nur wenig Verschnaufpausen. Die Drehgeschwindigkeit des Ofentisches hängt vom Material ab. Diese gibt dem Schmied den Rhythmus vor. Zurück zu unseren Streichblechen. Zum ersten Mal sieht man das typische Lemkenblau. Die Strahlanlage entfernt Verzunderung, Schmutz und Rost. Grundierung und Schnelltrocknung schließen sich an. Die Polierer zählen zu den bestbezahlten Mitarbeitern der Firma. Stück für Stück. Eine schwere Arbeit, die keine Maschine übernehmen kann. Handarbeit also ist gefragt. Bis zu 75 Streichbleche kann ein geübter Polierer pro Schicht schaffen. In der Montagehalle kommen alle vorgefertigten und vergüteten Teile zusammen. Aus vielen hundert Einzelstücken entsteht zum Beispiel ein Pflug, ein Grubber, eine Kreiselecke. Dem äußeren Anschein nach eine normale Fabrikation. Allerdings ist die Organisationsform der Firma Lemken etwas, das man nicht alle Tage antrifft. Während ein Mitarbeiter den Pflugkörper montiert, erläutert Werksleiter Wolfgang Kreinbaum die Gruppenarbeit. Also das Besondere an unserer Organisationsform ist eben die Abflachung der Hierarchien, die wir vollzogen haben. Wir haben also in unserem Betrieb verschiedene Gruppen geschaffen. Die kleinste Gruppe ist so ungefähr 25 Leute, die größte Gruppe ist ungefähr 60, 70 Leute. Und diese Gruppen verantworten die Produktion von einer bestimmten Produktgruppe, zum Beispiel für Flüge, Grubber, Kreiselecken und so weiter. Und dann haben wir weiterhin jeder gewerblichen Gruppe vor Ort auf der Fertigungsfläche ein kleines Managementbüro errichtet. Und in diesem Managementbüro sitzen 4 bis 6 Leute, je nach Komplexität des Produktes. Und die 4 bis 6 Leute kümmern sich um ihr Produkt, und zwar tutto completo. Also vom Einkauf der spezifischen Teile und Materialien
bis hin zum Errechnen des Liefertermins. Und das Geheimnis ist eigentlich, dass wir ein wenig so organisiert sind wie die Betriebe ganz früher, als wir noch viel Geld verdienten. Nämlich ziemlich unkonventionell, mit ziemlich verwaltungsarm, mit recht wenig EDV. So eigentlich so ein bisschen nach dem Motto, entscheiden nach dem gesunden Menschenverstand und weitersagen statt Papiere reinreichen. Das ist so das Besondere an unserer Organisation. Ansonsten ist die Technik zwar modern und gepflegt und immer wieder erneuert, aber nicht unbedingt was Besonderes. Allmählich bekommen wir eine Vorstellung vom Endprodukt. Die Mitarbeiter richten den Pflug aus, stellen ihn also je nach Kundenanforderung ein. Jedes Gerät ist ein Einzelstück und wird speziell für den Auftraggeber gefertigt. Die besonders zugeschnittene Ausrüstung des jeweiligen Pfluges richtet sich zum Beispiel nach Bodenbeschaffenheit, Bewuchs, Fruchtfolge. Das Miteinander von Augenmaß, Handarbeit und Computer ist alltägliches Geschäft. Die Arbeit der Monteure ist beendet. Eine ablaufgesteuerte Krananlage holt dann den Pflug ab und transportiert ihn zur Lackiererei. Das riesige Tauchbecken fasst rund 100 Tonnen oder 110.000 Liter Farbe. Genug, um damit den Eiffelturm dreimal streichen zu können.
Unser vierscharriger Pflug nimmt bis zu 7 Liter Farbe an. Er bleibt 15 Minuten über dem Tauchbecken hängen. Nach dem Abtropfen kommt der Pflug für etwa eine Stunde in den Trockenraum. 62 Grad bei 25% Luftfeuchtigkeit. Danach ist die Farbe so weit ausgehärtet, dass die Endmontage erfolgen kann. Vom Auftragseingang bis zur Auslieferung vergehen im Schnitt etwa 2 Wochen. Unser Pflug ist nun entmontiert. Räder, Hydraulik, Beleuchtung, Kabel, Aufkleber. Auf dem Prüfstand werden nochmals sämtliche Funktionen durchgecheckt. Dies dient letztendlich der Betriebssicherheit aller Geräte. Die blaue Lemken-Armada. Fertig zum Versand in der großen Halle. Ein langer Weg. Vom einfachen Grabstock über den altertümlichen Hundspflug bis zum hochmodernen mehrscharigen Wendepflug. Die Herstellung nimmt immer noch viel Zeit in Anspruch. Und trotz Technisierung und Einsatz von Computern ist der Mensch gefragt, mit Erfahrung, Augenmaß und Handarbeit. Der selbstverständliche Umgang mit solchen Maschinen zeigt zudem deutlich, wie sehr sich gerade die ländliche Arbeit gewandelt hat.